Und plötzlich wurde es spiegelglatt. Extremes Winterwetter hat in der Nacht zum Mittwoch für Verkehrschaos auf deutschen Straßen gesorgt. Zwei Menschen kamen bei Unfällen ums Leben, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Wie schnell sich die Fahrbahnverhältnisse verändern können, mussten zum Beispiel die Autofahrer auf der A27 bei Utlede in Niedersachsen erfahren. Hier verwandelte sich die Autobahn von einem Moment auf den anderen in eine spiegelglatte Fläche. 3 Kilometer vorneweg war das normal. Normal nicht weiß, nicht nass, nicht gefroren. Und dann plötzlich kurz vor der Ausfahrt hier Utlede ist es dann auf einmal weiß geworden. Zum Glück ist mich nichts passiert und zum Glück sind die ganzen Beteiligten nicht schwer verletzt oder so. Aber es war sehr, sehr glatt. Es passiert so schnell, wenn es glatt ist, kannst du bremsen und bremst es trotzdem nicht. Das ist, wie es ist manchmal. Andere Fahrer hatten weniger Glück. Insgesamt fuhren auf der A27 7 Pkw und ein Lkw ineinander. Dann war halt auf einmal die Straße weiß, dann vom Gas runter und da ging mit die Rutsche schon los, ging mit der Arsch hinten rum, dann ab in der Leitplanke, dann ein paar Mal hin und her, dann habe ich den Golf noch erwischt und jetzt stehe ich hier. Alle Hände voll zu tun hatten auch die Rettungskräfte rund um Lehnsahn in Schleswig-Holstein. Sie wurden innerhalb von einer halben Stunde zu gleich 3 schweren Unfällen gerufen. Zwischen Lehnsahn und Zisma stießen 2 Autos in einer Kurve zusammen. 4 Personen wurden schwer verletzt aus den Wracks befreit und ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf kam auf einer nahegelegenen Landstraße eine junge Fahrerin von der Straße ab. Ihr Pkw überschlug sich und landete im Graben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Genauso wie der Fahrer dieses Porsches, der auf der A1 vermutlich zu schnell unterwegs war. Auch sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weniger Glück hatte dieser Autofahrer in Granstedt in Niedersachsen. Er kam während eines Hagelschauers von der Straße ab und raste in einen Baum. Der Mann war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wir mussten also hydraulisches Rettungsgerät, Schere, Rettungsschere und einen Spreizer und auch einen Rettungszylinder einsetzen und konnten die Person dann letztendlich über die Fahrerseite befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Der Mann und seine Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Und auch in einigen Teilen Berlins war es glatt. In Kladow überschlug sich ein Golf auf einer überfrorenen Straße. Der Pkw touchierte einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 3 Insassen konnten sich leicht verletzt selbst aus dem Wrack befreien. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.